Dann machen wir einmal Schnellreise durch wegen einem Geschenkel und dann machen wir halt einfach die nächste Schnellreise und passt. Hätte ich mal gesagt gehabt. Ich bin gespannt, was kriegt man denn? Uff. Sehr schön. Warte, geht's nicht das? Really? Really? Mit mir gerechnet. Nur Vorräte? Nur Vorräte tut ein bisschen weh. Nur Vorräte tut mir jetzt wirklich ein bisschen weh. Aber der Rach des Reisenden. Let's go. Ihr habt meinen Dank. Na, es war mir so derweil am wichtigsten, warst. Weil dadurch, dass wir ja eh sowieso alles aufdecken wollen und wirklich brav aufdeckt haben, auch wenn jetzt noch immer vieles nicht offen ist, aber dennoch. Weißt, aber dennoch. Wir haben wenigstens ein bisschen was befreit. Dadurch, dass wir jetzt auch noch das extra Upgrade haben, schmeckt es umso besser. Seht euch an, was ich für euch tun kann. Ich überleg wirklich, ob ich da vielleicht sogar nicht sage, erst ich verkaufe ein bisschen was. Weil zum Beispiel da. Da könnt ihr ja mal sagen, erst, wir haben eh über 200. Wieso nicht? Damit kann ich gut arbeiten. Ah, okay, bei dem irgendwie, ja, irgendwie, na was, da bin ich mir wieder so ein bisschen unsicher. Aber es ist 150, sag finde ich nicht zu uns wieder. Ausgezeichnete Wahl. Finde ich definitiv nicht zu uns wieder. Aktuell schaut es eh nur noch so aus, wie würden wir Haftbomben haben, sonst sind wir, glaube ich, sogar mit denen alles fertig. Aber es kommt sicher noch irgendwas dazu. So ist es jetzt auch wieder nicht. Wie viele Blüten haben wir denn? Ah, wegen Zähne brauche ich nicht schon. Mit dem bin ich extrem gespannt. Auf das bin ich wirklich gespannt. Und da haben wir noch viel zum Aufdecken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Müssen wir gleich mal ein kleines Gespräch führen, Madame. Hallo? Mein Herr, Strohhut-Ronin greifen neuerdings Reisende in Kubara an. Mehr von Ryosos Verrätern. Vergießen unschuldiges Blut mit den Mongolen. Meine Verwandten wohnen nahe dem Gasthaus an der Küste Akashimas. Hoffentlich sind sie sicher. Ich gehe zum Gasthaus und erledige diese Verräter. Also ich würde mal sagen, wenn's ihm auf dem Weg wäre, wieso nicht? Okay, ist nicht auf dem Weg. Wo ist denn das? Also hier mal definitiv nicht. Ja, da muss es irgendwo da im oberen Gebiet sein. Oder vielleicht zeigt es mir jetzt an. Nee. Na, es hätte noch sein können, dass es vielleicht im unteren Gebiet ist. Und solange ich noch, weißt, so ein bisschen noch im unteren Gebiet bin, wieso nicht? Da brennt es auch schon wieder ordentlich, bist narrisch. Aber mal, da in dem Gebiet sind wir noch nie gewesen, Alter. Es ist eigentlich auch arg, dass uns eigentlich die ganzen Missionen, alles drum und dran, nie wirklich ins linke oberste Eck aufgehört haben. Das wundert mich eigentlich irgendwie schon. Ja, schau dir schon, wie viel da noch ist, Alter, das ganze Stickel. Und nur die eine Mission führt uns dorthin bis jetzt. Später könnten da sicher natürlich noch so mehr Missionen kommen, vielleicht sogar legendäre oder sonst was. Alles möglich, definitiv keine Frage. Aber ich finde es halt einfach nur so interessant, dass halt einfach auf das kleine Eck, außer die eine Mission, komplett drauf geschissen wird. Weil man weiß, was da noch ist, da im linken oberen Stübel da ist. Und da haben wir schon wieder einen Fuchsbau zum Beispiel. Das ist ja wieder ein Maschallah. Weil Siebirne brauchen wir ja sowieso. Und Siebirne habe ich schon längst. Das ist ja wieder das. Aber schaut auch wieder so sexy. Schaut euch das an, Alter. Schaut schon wieder mal so wunderschön aus. Wir werden sicher irgendwie runterklettern müssen oder sonst was. Weil ich da schon gesehen habe, den Abgrund, aber sonst. Zum Beispiel dort, irgendwo dort. Habe auch schon wieder so ein Tierl gesehen, auch noch. Schaut auch nicht uns wieder aus. Ui, ja, so ein bisschen ländlich dann auch wieder, dass du ein bisschen wieder weiter schauen kannst.
Schon nett. Schon wirklich nett. Dankbar. Der Säckerl. Dankbar wirklich. Würde mich auch wirklich interessieren, durch unsere 30%, wie viel wir jetzt wirklich aufdecken. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, erst, wir haben noch nie was aufdeckt in dem Gebiet, aber wir haben jetzt 30%. Wie viel du wirklich siehst. Scheiß mal drauf. Oder auch nicht. Wenn denn der Inshallah. Könnte ich? Ja, wollte ich schon sagen, Alter. Das ist fix das dickere. Das ist fix das größere Gebiet. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist, könnte schon das größere Mongolengebiet sein. Komoda. Oh. Zeigt aber jetzt nicht an, das. Zeig bitte aber nicht, oh, dass das ein feindliches Gebiet ist. Zeig hier. Fickst du hier irgendeine Mission, wenn wir das jetzt erobern? Nee, nix. Org? Das wundert mich jetzt aber schon. Das wundert mich jetzt aber schon sehr stark. Dass da gar nichts los ist. Hätte man doch gehabt, dass wir das auch ein bisschen zurückerobern müssen, etc. Haben wir da was? Und wie wir da was haben, sehr gut. Legendenerzähler. Oh, jetzt war jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie gesehen gehabt, dass da der Händler oder sonst irgendwas dabei ist. Weil, anzeigen tue das auch nicht. Finde ich aber trotzdem leimend. Ja, alles aufgestellt für den Krieg etc. Schmeckt. Finde ich jetzt nicht gerade viel auf den ersten Moment. Aber wenn du wiederum denkst, wenn du jetzt ein anderes Quandl auch hättest, würdest du noch weniger sehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du sowieso ein bisschen unterwegs bist und sagst, das brauche ich, da haben wir wieder ein Fragezeichen, da haben wir wieder ein Fragezeichen. Na dann, tust du sowieso wieder alles aufdecken. Dann passt es eh wieder. Aber geil. Da ist ja wirklich nichts los. Da ist wirklich nichts los. Das finde ich wirklich arg. Ja, also ab und zu, da muss ein bisschen was haben. Verstehbar. Bissl was muss los sein, aber dennoch gar nix. Ja, 100%. Ich kann nicht zufällig aufspringen und Kreis drücken. Es ist nicht zufällig erlaubt. Ach, die kämpfen mit dir oder was? Die ganzen. Wow, Alter. Oha, alle gegen sie? Bist du deppert, Bennis Motherfucker, Alter? Servus, Bruder Schulli. Dann kommen wir her. Und tschüss. Alter, eiskalte Motherfucker, Alter. Bist narrisch, Alter. Die ganz allein, Alter, gegen alle anderen. Respekt. Die alte Kampf. Natürlich mal wieder abchecken, ey, klar. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen.
Verstehe ich aber, finde ich geil. Könnt ja noch wer überlebt haben vielleicht, wer weiß. Zum 100%? War es vielleicht der Donald, was? Man weiß ja nie, vielleicht ist sogar der ein oder andere gefangen genommen worden von den Söhnen. Seht, da drüben. Wie viele Söhne hat es nun mal gehabt? 2 oder 3? Einer eurer Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Da haben wir sowieso mehr als genug. Das finde ich aber so geil. So richtig geiles Déjà-vu. Vorher nachts und alles drum und dran und jetzt einmal so auf den Tag. Schaust halt euer Affen mal so durch etc. Finde ich schon geil. Finde schon sehr gut gemacht. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Aber da war noch Kapur von ihr. Da war noch Kapur von ihr dabei. Ein Kikuchi-Banner. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne. Ja, sollen wir jetzt auch? Doch, Gott, euer schön guter Scheiß auf den Schwager, Alter. Ist der Bäckerin, Alter, fick ja. So scheißen gehen, Alter. Na, ohne Spaß, ist der Schwager, so scheißen gehen. Also, ist halt für mich wie ein Bruder, aber. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ist ja natürlich dann doch eher der Fokus an der Familie. Eh klar. Wen haben wir da, Alter? Könnte das vielleicht schon interessanter werden. Das ist Masanori. Und? Er war zu jung für die Schlacht. Und? Sein Vater zu alt. Ah, okay, passt. Also ging er für... Hätte wieder Saiken, dass es wieder ein Sohn ist. Auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ich wollte schon sagen, oder? Der ein oder andere ist ja dann definitiv weit gekommen, oder? Wir sind auch nicht gerade wirklich so weit gekommen, wir sind einfach nur noch ums Eck gekommen und dann war es auch schon wieder für uns vorbei. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Das sind wirklich schön weit gekommen. Muss man schon sagen. Also wenn da nicht einer von den Söhnen dabei ist, dann weiß ich aber auch nicht. Wenigstens einer. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Ja. Jetzt wird's denn schon. Ihre Toten würde jetzt sogar schon fast sagen, sonst weiter kommen als wie. Oh, jetzt haben wir den ersten Sohn. Oh, warte. Fuck. Und dann auch noch so zu sehen. Tut weh. Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Puh. Das tut weh. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Es wäre mir eine Ehre. Der Leuchtturm ist dort entlang. Es wird wahrscheinlich eh gleich der sein, der was in der Nähe fuhrer war, dem was wir kurz gesehen haben. Ja, gell? Sonst wird's peinlich. Sonst wird's peinlich. Sie stiegen so gern auf diesen Turm.
Ja, geh mal halt ohne Pferd voraus, oder was? Sie immer da, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Ich lebe. Das ist das Schlimmste versagt. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Okay, das finde ich jetzt wieder extrem stark. Du lernst endlich wieder was von seiner Mutter kennen. Pipi fein. Allein schon gut zu wissen, nicht irgendwie abgeschlachtet oder sonst irgendwas durch eine Krankheit, finde ich gut. Finde wirklich sehr gut, dass das auch ab und zu mal wirklich kurz thematisiert wird. Das ist schon wichtig. Da folgt man sich schon, Alter. Wo ist denn die Mutter etc.? Folgt man sich schon. Folgt man sich schon die ganze Zeit. Kann ich nicht irgendwie herausfordern? Das wär's. Gut, dann halt nicht. Ich hab zwar irgendwie gehofft, dass ich herausfordern darf, aber na gut, dann halt nicht. Ui, der eine zielt schon. Ja, ich wollte schon sagen. Der eine zielt schon so verdächtig. So, nix. Kommen Sie. Ach, kein doppler Pass. Kehrt schon mir. Ja, ich wollte schon sagen, es geht sich noch aus. Oh, ja, das ist schon sinnvoll so. Schau mal. Vorsicht, da könnten mehr sein. Sollen Sie ruhig kommen? Sie kommen den Hügel raus! Da, im Gras! Wir hätten sie auch ruhig von alle Seiten kommen können, mir ist wurscht. Ui! Na komm her, Alter! Gleich instant, finde ich so geil! Muss ich gleich 100.000 Mal wechseln! Der kommt schon wieder mit Speer, der kommt schon wieder mit dem Schüler, Alter! 100.000 Mal wechseln, das gibt's ja nicht! Alter, ist es dein Scheiß ernst? Voll daneben, aber volle Wäsche. Dann mach ich gleich mit dir weiter. Du tagst mir so geschissener. So, komm. So, oi. Aber jetzt. Ja, wollt es vielleicht gar nicht so schön annehmen. Vielleicht wollt es gar. Wo ist meine Batterie, Alter? Das gibt's ja nicht. Von der hätte man hier gesagt, ist die nicht am Boden oder sonst was? Ist die eh noch da? Wo ist denn die alle? Ah, da? Nein, da kommen uns wieder leicht dazu. Oh. Hey, da ist wenigstens ein Anführer dabei, na schau! Geht ja alles aus, Großer. Ah, der Hund. Gut. Ja, Schild haben wir eh. Passt, sehr gut. Du kehrst mir, Geschissener. Oh, yes. Aha, Mundhaltung, sehr gut. Wird nicht mehr viel und wir haben ihn. Ah, kommt schon wieder der Nächste. Da ist wenigstens die Alte. Na schön, dass du noch da bist. Gut doch, kommt da. Schon heimgegangen. Ja da. Tschüss. Ich sehe keine mehr. Ich glaube, das war's. Hätten wir jetzt wirklich doch gehabt, die Geschissene ist schon gegangen? Ich hab schon lange nicht mehr gesehen gehabt, oder? Verdächtig lang. Es war wirklich sehr verdächtig. Zu verdächtig. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie. Moin, Digi! Servus, Kirsti! Alles klar, alles Palette, wie geht's so? Ich rief sie immer nach Hause. Uff! Gönnst aber trotzdem Dodo Blair. Mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief.
Alles gut, danke für die Nachfrage. Dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Ihr seid ein großartiger Freund, Jin Sakai. Vielen Dank. Mittagspause. Vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Aber fand ich stark, die Mission. Fand ich jetzt wirklich stark, weil da hat man jetzt endlich wieder herausgefunden gehabt, was die Mutter gehabt hat. Finde ich super. Das finde ich wirklich gut. Auch wenn es so ein bisschen so eine kleine Randnotiz ist. Aber dennoch, jetzt weiß man wenigstens. Okay, passt das und das ist mit der Mutter passiert. Finde ich schon schön. Und wie er sich sogar noch dazu gefühlt hat, etc. Finde ich schon stark gemacht. Finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Passt! Nebenquestmäßig haben wir so damals Pi eh endlich mal erledigt. Also heißt es endlich mal zu Akt 2 nach vordringen. Let's go! Da bin ich auch schon gespannt auf die ganze Mission. Ja, nehmen wir gleich die.